me strength. Gegen Worry. Sehr schwer. Sehr schwer. Gegen Worry nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. None will survive. Ich muss einfach nur jeden Turn Hero Power und ich habe keine Chance. Ich kann fast schon Insta-conceden gegen Worry. Drache, Drache, Drache. Ich muss hier Mindblast picken. Ich brauche so viele Mindblasts wie möglich. Am besten 5 Stück. Klingt blöd, ist aber so. Und genau deswegen werden wir auch so viele Mindblasts wie möglich versuchen zu picken. Wir sind schon bei mindestens 4. Dann muss ich trotzdem seine Arme unten halten und das dürfte halt relativ schwierig werden. Super Collider. Ja, okay, ist ärgerlich. Solange er dafür aber die 3 Damage nimmt, ist das in Ordnung. Ich meine, das killt ihn nicht und das hält ihn auf dem Board, also ist das gut. Es killt nur das Minion, was ich jetzt eh nicht mehr brauche. Ich muss so früh wie möglich Anduin gehen und dann pingen, 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 pingen. Unity. Das ist auch ätzend. So, ist ganz wichtig, dass das Placement war jetzt hier sehr wichtig, dass sie auf die linke Seite gesetzt wird. Hätte ich sie nämlich auf die rechte Seite gesetzt, wäre sie neben dem Stonehill Defender. Und da er Superkleider hat, wollen wir, dass der Stonehill Defender neben dem Dustbreaker liegt. Also es ist, weil damit wir um das Superkleider rumspielen. Das war ganz wichtig hier. Wir müssen jetzt so früh wie möglich, am besten liegt er... naja, das ist nicht gut. Ich würde sagen, am besten liegt er jetzt was mit 5 Health, 5 Attack. Jetzt ist aber zumindest mal der erste Super Collider weg. Eigentlich muss ich jetzt schon in den Anduin gehen. Aber das kann ich mir nicht erlauben. Extra Arms. Da sehe ich mich. Total Punish wäre jetzt natürlich Hero Power Reckless Flurry, aber das kann ich dann auch nicht verhindern. Noch ein Super Collider. Okay. Ja, das cleart sehr gut. Schlechte Turns. Out of my jungle. Leg doch was mit 5 Attack. Krasser Silence.
absolut krasser Silence. Okay, let's go, Alex, it is. I bring life. Alex, it is. Ich habe jetzt gute Chancen. Mann! Nein, ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich muss das machen. The light has betrayed me. Er hat 21 Leben, ich habe 3 Mind Blast. Das heißt, ich mache aktuell 15 Damage, mit Hero Power mache ich 19 Damage. Ich bin 2 off. Er geht aber noch hoch auf 25. Schwierig. Mach Attack. Das Beste, was er jetzt treffen könnte, wäre tatsächlich Attack. Oh Gott, nicht Wind Fury. Oh Gott. Ne, Wind Fury kann ich mir nicht erlauben. Problem ist, wenn er jetzt jeden Turn Hero Powered, komme ich da nicht hinterher. Dann geht er auf 27. Ich bereits gesagt habe, er muss ein. Oh ja, ja, er setzt das. Geh weg mit deinem Armor. Geh weg mit deiner Armor. Nein. Geh weg mit der Armor. Das ist schon okay. Geh weg mit der Armor. Let's go. Geh weg mit der Armor. Da sehe ich mich. Wir müssen die Arme loswerden. Nein, warum topdeckt er das denn? Ich werde die Arme so nie los. Hey, Twilight Drake ist gut. Ich meine, ich mache aktuell jeden Turn 4 Schaden. Aber solange er das auch macht. Aber er kann mich ohne seine Hero Power nicht besiegen. Also ohne die Waffe. Außer über Fatigue natürlich. Hey, Slammo, grüß dich. Oh nein, doppelt Hero Power. Oh non, Shield Slam. Kriegt dem seine Armor nicht weg. Kann er mal seinen Super Collider wegmachen, bitte? Schaffe ich niemals. Zwei Drachen habe ich noch. Ziehe ich natürlich nicht. Ist auf 30 wieder. Er ist einfach wieder auf 30, Mann. Sieben und neun Karten. Wir müssen noch mal was mit 2 Attacks spielen.
brauche nochmal einen Twilight Acolyte. Twilight Acolyte wäre insane gut, fällt mir gerade auf. Ja, scheiß drauf. Ich habe nur noch einen, Target und das ist Face. Ich muss mit Shadow Vision noch einen Mindblast finden. Das ist auch immens wichtig. Und Twilight Acolyte, um den scheiß 3-6er zu übernehmen. Okay, das war sehr wichtig. Okay, ich habe ihn auf 16 runtergekloppt jetzt. Ich habe noch 15 Damage mit Mind Blast. Aber er wird weiter Armoren. Immer und immer weiter. Oh, er macht den Super Collider weg, okay. Oh. Oh, wait! Oh! Er macht den Super Collider weg und jetzt habe ich hier nämlich plötzlich einen dicken Taunt. Kann der mir nochmal Zeit kaufen? Rollt er jetzt? Wow. Okay. Bitte überlebt meiner. Es ist so wichtig, dass meiner überlebt. Es ist so wichtig, dass einer von mir überlebt. Ja! Das ist ein gutes Target. 4-5. 4-5, das ist ein gutes Target. Come on. Und ich kann ihn auch buffen. Come on, das ist machbar. Er ist auf 14 runter. Come on! Oh! Das ist lethal! Oh mein Gott! Oh, yes! Das war insane! Das war das Hearthstone-Highlight für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine positive Bewertung da, wenn dem so ist. Und schreibt mir natürlich eure Meinung zum Match unten in die Kommentare. An der Stelle möchte ich mich bitte den da drüben eingeblendeten finanziellen Supportern bedanken. Vielen lieben Dank, dass ihr es mir möglich macht, diese Hearthstone-Videos hier zu produzieren. Falls sich jemand dieser Liste anschließen möchte, klickt einfach mal rechts oben oder unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen, falls ihr mir auf Twitter oder Instagram folgen wollt, um mehr von mir außerhalb von YouTube zu sehen. Ansonsten lasst auf jeden Fall ein Abo auf dem Kanal da und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, denn nur dann landen die neuen Hearthstone-Highlights auch in eurer Abo-Box oder checkt die beiden Videos aus, falls ihr sie noch nicht kennt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Hearthstone-Highlight.